Hallo ihr Lieben. Ja, ich war halt bei DM und habe da so viele tolle LEs gesehen, dass ich mir gedacht habe, ich muss euch die jetzt einfach zeigen. Ja, es sind echt einige neue und ich würde sagen, ich lege jetzt mal los mit der Essen Secret Party LE. Ich habe euch ein bisschen versucht, das zu filmen beim DM drin sozusagen und blende euch das jetzt ein. Also die Secret Party LE ist so eine schöne sommerliche LE mit zwei Lidschatten, dann gibt es Blushes in so einem Rosaton, dann ein Bronzer, Lipgloss, ein Parfüm, Duftspray, also so ein Sommerspray, so ein Abkühlspray, glaube ich, ist das. Dann gibt es vier Lidschatten und einen Kabuki, den ich euch jetzt hier gerade zeige. Und noch solche Glas-Tattoos, würde ich jetzt sagen, die man aufs Glas kleben kann. Also diesen Kabuki habe ich übrigens mitgenommen und hier habe ich auch nochmal die Preise für euch. Also wenn euch interessiert, was das kostet. Ja, alles in allem eine sehr schöne sommerliche LE, würde ich sagen. Ich habe euch ja noch einen Haul gedreht, weil ich habe da jetzt ziemlich viel eingekauft bei DM. Den Haul gibt es dann aber beim nächsten Mal. Also heute geht es jetzt wirklich nur um die LEs. Und ja, also das war eben gesagt die Secret Party LE von Essence. Dann gab es einen Aufsteller von Astor mit der Summer Collection. Den habe ich jetzt aber exakt ziemlich links liegen lassen, muss ich gestehen. Ja, sind ganz schöne Produkte, aber nichts, was ich jetzt nicht schon gesehen hätte. Und das Design ist eigentlich so das übliche ja, Astor-Design und deswegen ja ganz nett, aber gut. Dann hat Catrice einige LEs jetzt momentan im Laden stehen. Eine von diesen neuen LEs ist die Nomadic Trace und wie die aussieht, zeige ich euch jetzt. Es gibt zum einen zwei Lippenstifte, die ich ganz hübsch fand und vielleicht doch nochmal genauer anschauen werde. Dann gab es vier verschiedene Nagellackfarben und diesen einen Peach-Ton, den dunkleren von beiden, hätte ich auch fast schon mitgenommen. Der hat so einen Matt-Effekt, aber ich habe es dann doch gelassen, weil ich dachte, ich habe eigentlich schon so viel in der Farbe. Aber der sieht sehr hübsch aus, finde ich. Die Lidschatten finde ich auch sehr, sehr hübsch, aber sind jetzt nichts Neues für mich und deswegen habe ich da jetzt auch keine mitgenommen. Ebenso wie den Bronzer, den fand ich nämlich ein bisschen zu hauttonnah und deswegen habe ich ihn nicht mitgenommen. Dann gab es noch solche Tattoo-Stifte, also so mit so einem netten Muster, dass man sich irgendwie hinstampen kann dann. Und noch Kajals, wo ich jetzt aber auch nicht so genau angeguckt habe, wenn ich ehrlich bin. Insgesamt eine sehr schöne LE, aber ich habe jetzt nichts davon mitgenommen, weil ich einfach die andere wesentlich cooler fand und ich wollte mich ein bisschen einschränken und nicht zu viel kaufen. So, dann machen wir weiter mit einer LE von Essence und zwar die Masterpieces. Das habe ich jetzt gar nicht so richtig mitbekommen, dass die rauskommen, wenn ich ehrlich bin. Da gibt es nämlich drei verschiedene Paletten, die ich euch jetzt zeigen werde. Und zwar eine, die nennt sich Bronzing Babe. Dann die Natural Nude, die Rocking Rebel und dann noch eine Glow-Palette, die Gorgeous Glow. Also das sind nochmal so Blushes. Und ja, fand ich ganz hübsch und eigentlich auch gar nicht so ganz schlecht, aber auch jetzt für mich nichts Neues und deswegen habe ich auch da keine mitgenommen. Aber wenn ihr nicht so viele Lidschatten habt, dann guckt sie euch mal an. Die hellen Lidschatten fand ich jetzt nicht so gut pigmentiert, aber war okay. Und die dunklen waren eigentlich mal recht gut, so weil ich das jetzt vom Swatch naja, so testen konnte. Und deswegen, ja, kann man sich mal angucken. Im Hintergrund standen im Dunkeln auch noch drei Produkte, die man jetzt aber gar nicht so gut sehen kann. Das sind aber drei Produkte, die es am Standardsortiment gibt, also jetzt nichts unbedingt ganz Besonderes. Dann gibt es vom P2 zwei neue LEs und zwar einmal die Beauty Go Safari. Das ist eine Sommer-LE, das heißt, die gibt es jetzt schon, glaube ich, seit April. Die ist jetzt nicht ganz neu und die wird es auch, glaube ich, jetzt auch irgendwie bis in den Sommer geben. Also wenn euch da was gefällt, die wird immer wieder neu aufgefüllt. Also da habt ihr große Chancen, es auch zu bekommen. Die habe ich jetzt auch gar nicht mehr so ganz genau angeguckt, weil die war für mich jetzt so gar nicht so wirklich neu. Aber ich wollte es euch trotzdem mal zeigen, weil hat sie von euch von einer noch nicht gesehen. Deswegen füge ich euch jetzt mal ein Bild an, wo ihr das mal sehen könnt, wie die aussieht. Also das ist eben so richtig schön sommerlich mit viel Bronzing-Produkte und ja, orangestichigen Produkten. Und ja, also man kann sie sich mal angucken. Ich habe bis jetzt noch nichts davon gekauft, aber ich werde sie mir bestimmt nochmal genauer anschauen. Dann gibt es noch eine weitere LE von P2 und zwar die Culture and Spirit. Da habe ich mir jetzt mal das Heftchen mitgenommen. Ja, die zeige ich euch jetzt auch mal eben. Das ist eine sehr, sehr bunte LE, würde ich sagen, mit ziemlich knallbunten, gemischten Farben. Also richtig sommerlich. Und ja, da gibt es eben vier Lidschatten. Dann gibt es einige verschiedene Nagellackfarben. So ein goldener Glow, so ein Gel im Endeffekt. Dann gibt es vier verschiedene Lippenstifte. Zwei Blushes und dann noch irgendwie so eine goldene Kette, mit der man sozusagen sein Outfit aufpimpen kann. Und dann gibt es noch drei solche Exotic Chic Kohl-Kajals. Ja,
Die habe ich mir jetzt auch nicht so ganz genau angeguckt. Ich habe jetzt auch erstmal nichts von der LEI mitgenommen. Werde sie mir aber nochmal genauer anschauen, wenn ich mehr Zeit dafür habe. Ja. Hier übrigens das Goldkettchen in Aktion. Also man kann sich das irgendwie so rumdumm hängen, wie auch immer. Das ist eben dieses Heftchen, wo man die ganzen Produkte eben nochmal sieht. Das finde ich echt immer ganz nett, wenn die Firmen sowas machen. Einfach zum Mitnehmen, zum daheim nochmal gucken. Ist immer ganz nett. Dann kommen wir zur letzten LE und auch irgendwie so mein persönliches Highlight momentan. Und zwar die Catrice LE mit irgendwas mit Kaviar. Ich spreche es jetzt nicht aus, weil das ist irgendwie ein bisschen seltsamer Name in meinen Augen. Aber ihr wisst bestimmt, wie man es ausspricht. Das ist eben eine wunderschöne LE und ich zeige euch jetzt mal die ganzen Produkte. Ja, und so sieht die LE dann aus. Und zwar ist die, finde ich, von der Aufmachung her wirklich sehr, sehr schön. Also die Produkte aufeinander abgestimmt mit den Farben. Also sieht wirklich wieder sehr hübsch aus, designtechnisch. Also am Rand seht ihr die Powder Purse. Das ist so ein Highlighter. Direkt daneben stehen zwei Lipglosse. Und in der Mitte ist natürlich das Highlight der LE, diese Palette, die ich jetzt aber nicht mitgenommen habe, muss ich dazu sagen. Und dann gibt es noch vier wunderschöne Nagellackfarben, die ich mir am liebsten alle gekauft hätte, allein schon von der Optik. Aber ich habe mich auf einen beschränkt, weil ich die Farben eigentlich schon habe. Und ja, also so sieht die LE im Gesamten aus. Wirklich sehr, sehr schön und ansprechend. Ich habe euch die Palette noch mal ein bisschen fotografiert und werde ich die Bilder mal hier einblenden. Die ist nämlich wirklich schön. Also mit diesem Gold und Creme und ganz toller Effekt. Leider Gottes sind die Farben jetzt nicht so meins, als ich sie mir jetzt gekauft hätte. Also es sieht wirklich hübsch aus und vielleicht hole ich sie mir auch noch, aber ich weiß es nicht. Also irgendwie war mir es leider ein bisschen zu hell, aber dieser braune Bronzer, den ihr vielleicht jetzt auch seht, den fand ich schon eigentlich sehr ansprechend. Also ich weiß es nicht. Da die Palette 7 Euro gekostet hätte, habe ich es jetzt nicht gekauft, weil die Qualität jetzt auch nicht so der Hammer war, dass ich mir gedacht habe, boah, die muss ich mitnehmen. Also die Pigmentierung von den Lidschatten, die ich jetzt so ein bisschen ausprobiert hatte, war jetzt ohne Base jetzt einfach nicht der Burner. Was ich ganz toll fand, war der Highlighter und der Bronzer. Also die waren beide sehr gut jetzt so auf dem ersten Eindruck. Aber die Lidschatten haben mich jetzt nicht umgehauen, weswegen ich sie jetzt nicht gekauft habe. Und deswegen habe ich mich jetzt auf meine Highlighter-Pearls beschränkt und finde die sehr, sehr hübsch und freue mich schon drauf. Wie gesagt, also das ist eine optisch total gelungene LE und auch die Nagellacke fand ich jetzt vom Pinselchen, von der Deckkraft her wirklich sehr ansprechend. Also ich habe eben einen mitgenommen, den hellsten der ganzen Farben und auch eben diese Optik mit dem Gold ist einfach mal was Neues. Also so eine richtig goldige LE weiß ich jetzt lang nicht. Also gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Deswegen ja, also so viel dazu. Ihr seht schon, ich bin überzeugt und würde mir mehr kaufen, aber es ist mir einfach zu teuer, dann wenn die Produkte, also qualitativ nicht so der Hammer sind, dass ich dann so viel Geld nur für die Optik ausgebe. Also da habe ich mich dann doch noch im Griff und habe es nicht getan. Ja, das war jetzt mal so ein kleiner Überblick über aktuelle LEs bei DM. Wenn euch das Thema interessiert, beziehungsweise ich öfters mal solche, ja, ein bisschen Einblick in den DM-Videos machen soll, dann sagt mir Bescheid. Kann natürlich auch versuchen, mal Swatches dann zu machen. Also ich muss mal gucken, wie weit das möglich ist bei DM. Aber jetzt erstmal so als kleiner Anfang von dieser Serie, heute mein erstes Video dazu. Aber jetzt würde mich erstmal interessieren, ob euch das so interessieren würde, also dass ich die LE so im Laden einfach filme für euch und dann in einem Video zusammenpacke. Also wenn euch das ganze Thema interessiert, dann sagt mir Bescheid in einem Kommentar und mit einem Däumchen, dann weiß ich Bescheid und kann dann gerne mal gucken, wie weit man das noch ausbauen kann mit Swatches ähnliches eben. Ja, dann würde ich sagen, war es das für dieses Video und wenn ihr meine ganzen DM-Haul-Produkte sehen wollt, dann kommt der Haul wahrscheinlich dann beim nächsten Mal. Da habe ich eben einiges eingekauft. Also wenn euch das interessiert, dann schaut mal bei mir vorbei und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen ganz tollen Tag, freue mich über eure Kommentare und Däumchen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!